Das Windnotprojekt im Rahmen vom Schaufenster Intelligente Energietechnik hat uns die Möglichkeit gegeben, das Projekt überhaupt zu realisieren. Das ist sehr, sehr entscheidend. Entscheidend ist aber auch, dass es dann nach Ablauf des Projektes 2020/21 irgendwie eine Fortführung gibt. Das betrifft ganz, ganz viele, also fast alle Windnotprojekte. Ohne eine Fortführung dessen wäre Windnot umsonst gewesen. Die Projekte würden alle wieder sterben. Was braucht es aus Ihrer Sicht dort, außer, ich sag mal, eine weitere Förderung? Insbesondere, dass wir eben auf den erneuerbaren Strom, den wir in andere Sektoren transferieren, in die Wärme, in die Treibstoffe, ins Gas, dass wir darauf keine Abgaben und Steuern zahlen müssen. Im Rahmen von Nutzen statt Abregeln muss klargestellt werden, wenn jemand die Möglichkeiten schafft, Energie außerhalb des Stromsektors nutzbar zu machen, dass er dann für eine gewisse Zeit die Entschädigung bekommt, die er fürs Wegwerfen ja auch bekommt. Denn es ist völlig absurd, den Betrieben Entschädigung zu zahlen für Strom, der weggeworfen wird, es ihnen aber gleichzeitig zu verbieten, damit das nächste Dorf zu beheizen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Halten Sie es für realistisch, dass ein Projekt wie das Ihrige auch auf andere Energieversorger übertragbar ist? Es ist technisch absolut übertragbar. Warum passiert das eigentlich so wenig? Es passiert so wenig, weil die rechtlichen Voraussetzungen nicht geschaffen sind. Nehmen wir einfach unser Verbundkraftwerk. Unser Netz hier im Verbundkraftwerk kostet uns ungefähr einen Viertelcent die Kilowattstunde. Das ist im Verhältnis zu Netzkosten, die sonst im öffentlichen Netz entstehen, weniger als 10%. Warum machen andere das nicht? Ja, weil man das Netz selbst bezahlen muss. Alle anderen gehen lieber zum nächsten Öffentlichen. Der baut das Netz, legt es auf die Stromkunden um. Wir dürfen nichts auf die Stromkunden umlegen. Das ist ein immenser Nachteil. Wir haben 50 Millionen Euro in das Netz investiert, weg. Aber wir müssen das tun, weil wir ja nur so zu einem Kraftwerk werden können. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir noch weitere Zehntausende von Anlagen einfach ans öffentliche Netz anschließen und das Ganze stabil bleibt. Das geht nicht. Wie sehen Sie die Energieversorgung im Jahre 2030 hier in Ihrer Region und welchen konkreten Beitrag leisten Sie? Also in 2030 wollen wir ja schon im Land 65% erneuerbare Energien haben. Das ist grundsätzlich nur möglich, wenn wir bis dahin schon in Größenordnungen Wasserstoff erzeugen, speichern und im Gasnetz transportieren. Dafür müssen jetzt unbedingt die Voraussetzungen geschaffen werden, sonst sind 65% erneuerbarer Strom nicht möglich. Das Wichtigste ist tatsächlich jetzt, nachdem wir mehr erneuerbare Leistung haben, als zeitgleich Strombedarf ist, dass wir diese Überschüsse, die wir Gott sei Dank bekommen, dass wir die in den Speicher tun. Und die Fluktuation wird dadurch immer kleiner werden, bis sie eines Tages komplett verschwindet, weil alles, was an Schwankungen anfällt, eingespeichert werden wird, ins Gasnetz verschwindet, in Akkumulatoren verschwindet, für kurzzeitige Schwankungen in Wärmenetzen verschwindet. Und so wird es uns dann möglich sein, und dann bedarfsgerecht, fahrplangerecht Strom zu liefern. Wir bauen hier das erneuerbare Kraftwerk der Zukunft.